Oh, jemini, abri, abri, abri. Nein, nicht. Aber ich das etwa? Hallo, Schwester. Viel Spaß. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Heute testet Santiago die Energies Gönnergy von Montana Black. Okay, dann legen wir doch mal los. Hier haben wir ein blaues, was ist da drin? Blueberry Coconut. Das hört sich doch schon mal gut an. So, einmal. Eiskalt natürlich. Damit man, oh, die Farbe ist ja auch sehr schön. Hellblau, wie die Flasche. So, jetzt wollen wir mal probieren. Dududum. Ja, Aroma schmeckt man gut raus. Ist ein bisschen süß. Ich muss ja immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel Süßstoff, zu viel Zucker zu mir nehme, auch bei den Getränken. Ist schön fruchtig. Mhm. Ja, aber wie gesagt, es ist relativ süß. Okay, gehen wir mal eins weiter. Raspberry Cheesecake. So. Da haben wir jetzt die rote Farbe. Auch bei den Getränken natürlich. Auch wieder wunderbar eiskalt, wie es sein soll, damit das Aroma schön rauskommt. So. Das ist auch schön fruchtig und das ist nicht ganz so süß. Das ist angenehmer. Mhm. Ist auch schön erfrischend. Das gefällt mir gut. So, und jetzt haben wir noch, last but not least, Tropical Exotic. Dum, 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 dum. Hoppala. So. Es zischt wieder und ist wieder wunderbar kalt. Aha. Hier ist die Farbe so ein bisschen. Geht mir ins Orange. Schauen wir mal, was das ist. Mhm. Ja. Ist auch Gott sei Dank nicht ganz so süß wie das erste. Und geht so in die Richtung Exotik hier, Mango oder sowas. Aber ist auch sehr lecker und sehr fruchtig. Ja. Erfrischt schön und ist, wie gesagt, angenehmerweise nicht so süß. Also, guten Appetit und Prost. So, und jetzt noch ein kleiner Gruß an Monte von meinem zweiten Ich. Ja, hier ist der kleine Gelbunter Wasserschwamm. Ganz liebe Grüße, lieber Monte. Und das war sehr, sehr lecker.